Und weiter geht's mit Let's Play Iron Harvest mit der Polania-Kampagne, mit der nächsten Mission, der Weg zur Hoffnung. Das ist schon die drittletzte Mission. Wir haben jetzt noch diese, noch eine und das war's. Okay, wir haben jetzt den Zug gekapert letztes Mal. Ein gefährlicher Bergpass ist alles, was noch zwischen dem Zug und Kolno liegt. Als Anna und Lech die russwietischen Streitkräfte aus dem Weg räumen, begegnen sie einer Division der polanischen Armee und ihrem Kommandanten. Sonst benutze die Zukunft. Oh, nee. Genau deswegen sind die Missionsherausforderungen wirklich für irgendwas für einen extra Durchlauf, weil genau sowas möchte ich mir halt angucken, ne? Die auf jeden Fall Zukunft oder nicht. Nutze keine Erste-Hilfe-Vorräte, repariere oder verstärke weder den Zug noch Lech. Puh, böse. Okay. Steinschlag. Kein Durchkommen. Wundert mich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Kolno liegt gleich hinter dem Berg da. Neuer Plan? Tja, direkt kommen wir nicht hin. Wir müssen einen Weg durch die Berge finden. Dieser Tunnel, da müssen wir hin. Rangiert zurück. Stellt die Weichen um. Neues Primärziel erhalten. Himmel, stellt euch mal vor, das Spiel wäre gesponsert von Carglass, ey. Steinschlag und dann kommt plötzlich so ein Carglass-Vertreter. Ja, das ist doch kein Problem. Wir von Carglass reparieren zu wollen. Nein, hinfort mit dir, Dämon. Okay, ja, Zug zurücksetzen. Einheit aufbauen. Ah, okay, dass die Kanone gemacht wird. Kann ich ihn jetzt einfach so. Ah, interessant. Ah, ich verstehe. Ich kann den Zug jetzt aktiv bewegen und kann die Weichen umstellen. Okay, das ist interessant. Das ist interessant. Wie kann ich helfen? Das heißt, ich muss den Zug jetzt manuell ummanövrieren. Benutzt ihn! Machen wir! Wisst ihr was? Ich gebe euch zumindest mal. Lassen Sie hören! Nummern. Und der Zug kriegt auch eine. Genügend Treibstoff für die Mission. Ich höre! Wir sind mehrere! Hi. Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Werde ich gebraucht? Bumm. Ich werde sie zurückschlagen. So, jetzt gibt's gleich ein bisschen Schrot ins Gesicht. Bam. Das ist schon heftig, wie der abgeht. Ist nicht allzu weit. Okay. Dann ein bisschen weiter vorrücken. Ich habe keine Wahl. Bitte vergebt mir. Ja? Beeilung! Dann mal los! Was gibt's? Zeit loszuziehen! Das sind eh nur Standardwaffen. Warum sind Standardwaffen gut? Okay, dass Pioniere sich anders ausrüsten können, aber ansonsten. Aha, verstanden! So. Habe ich jetzt eigentlich schon umgestellt gehabt? Ich glaube, es war schon umgestellt, ne? Dieses Land ist wirklich wunderschön. Ein Jammer, was der Krieg daraus gemacht hat. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Sogar eigene Sprüche, schön. Was gibt's? Mir nach. Was ist eigentlich da hinten? Ein Hauptquartier, alles klar. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Ich glaube, das kriege ich hin. Was brauchen Sie? Lassen Sie hören. Hi. Sie mich in den Kampf. Wie kann ich... Sehen wir doch mal, was Sie können. Komm, du haust mal rein. Wird schon fast gesagt, das ist mal eine gute Möglichkeit, hier das Geschütz auszutesten. Oh, das sollten die eigentlich hinbekommen. Bam, bam. Gut, das MG hätte ich vielleicht besetzen können. Ich glaube, ich würde mich hier irgendwo mal aufbauen mit dem Geschütz dann. Das könnte eine schöne Position sein. Gut. Okay. Bitte noch kaputt machen. Du bist ja schön gut gegen Gebäude, wie ich rausgefunden habe. Ja? Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen.
Ach, der Bach bringt sich erstmal ewig in Position. Genau, ey, Bunker. Was fällt dir eigentlich ein, hier in der Gegend rumzustehen und einfach so hier den Rücken Leuten zuzukehren, die auf dich schlagen? Da hat der Armut-Gorilla ein Problem mit. Loszuziehen. Sie sagen, was Sie brauchen, und ja, wir bauen es. Aha, klingt gut. Lassen Sie hören. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Die geht nach links. Was ist eigentlich da links? Hm, wir haben jetzt die Wahl, ob wir links lang fahren oder rechts lang fahren. Ich meine, rechts ist kürzer. Aber kürzere Wege haben für gewöhnlich die Eigenheit, gefährlicher zu sein. Ich baue mal auf. Hallo, Kanönchen. Warte mal kurz, das ist die... Mehr nicht? Das ist die Reichweite? Warum wird die Reichweite eigentlich nicht... Das soll die Reichweite vom Eisenbahngeschütz sein. Ihr wollt mich doch verarschen. So, das würde ich höchstens als Reichweite von einem gewöhnlichen Mörser bezeichnen. What? Kein Wunder, dass es nicht... Ich wollte schon gerade sagen, warum werden die Reichweiten eigentlich nicht gescheit auf der Karte so angezeigt in Radien? Aber ja, ich weiß warum. Wir würden scheitern. Die ist ähnlich gut. Tja, sie hätten sich nicht mit Polania anlegen sollen. Wir müssen einen Fahrplan einhalten. Die Welt kann mal bessere Eisenbahngeschütze herstellen. Wir bringen es wieder in Schuss. Ja, links oder rechts, ne? Ich meine, links ist ein längerer Weg, aber ich glaube, es hat schon seinen Grund, dass der länger ist, oder? Ich glaube, dass da in der Mitte... Komm, wir können mal mit Anna ein bisschen erkunden. Speichern wir auch mal. Ist halt die Frage, ob da am Rand noch irgendwas ist, was man vielleicht aufsammeln könnte, irgendwas Sinniges. Ich meine, hier unten war jetzt Eisenvorrat. Ja, okay, zum Reparieren, ne? Die Sache ist ja die, ich kann ja auch nicht ewig reparieren. Ah, ja, verstehe. Deswegen wollen wir wahrscheinlich hier auch. Aber... Ja gut, nee, die Eisenbahn... Kann es eigentlich sein, dass die Eisenbahnkanone noch nicht mal mehr Reichweite als das Geschütz hat? Wie geht's weiter? Das würde ich noch nicht mal so stark bezweifeln. Gucken wir mal da drüben lang. Vielleicht fahre ich doch da links lang. Hier drüben ist einer angegriffen! Raus damit! Oha. Ist das ein Granatwerfer? Ja? Das sollte jeden niederstrecken. Was gibt's? So, wir haben einen Bär im Kabinett. Gut, dann gehen wir links lang. Hat diese Nadel im roten Bereich irgendwas zu bedeuten? Einfach positiv betrachten. Rot ist schneller. Lassen Sie hören. Für unser Volk. Also den Granatwerfer würde ich gerne mitnehmen. Bitte nicht Leute draufhauen. Du bist ja wirklich ein mobiler Mörser, ne? Vielleicht hast du ja mehr Reichweite als die Eisenbahnkanone. Ich würde es dir zutrauen. Es ist... Wenn Eisenbahnkanonen von kurzsichtigen Menschen gebaut werden, ey. Das würde mich jetzt mal interessieren. Komm, wir besetzen mal den Mörser. Ich möchte es echt mal... Neue Befehle? Was gibt's? Einer der Infanterietrupps. Besetzen wir das Ding mal bitte. Macht schon, wir brauchen eine größere Reichweite. Muss was erledigt werden? Vor allem eine größere Reichweite als das Geschütz hier bitte. Aber das ist auch keine große Kunst. Das kriegen schon fast die Infanteristen mit ihren Gewehren hin. Mörser neu positioniert. So, jetzt haben wir einen Mörser dabei, ja? Okay, das. Ich stell die mal. Komm, fahr mal ein bisschen näher zu. Jetzt möchte ich mir das mal wirklich angucken. Das sollte einfach den Gleisen. Belagerungskanone, ey, das ist mehr ein Ramburg als alles andere. Mörser hier. So. Mörser neu positionieren. Mörser aufstellen. Aufbauen. Oh mein Gott. Habe ich Langeweile gehasst. Jetzt wünsche ich mir manchmal nichts anderes. Reichweite von Mörser?
Reichweite vom Eisenbahn geschätzt. Das sind ein paar Meter. Also ein paar Meter Unterschied. Und mal Angriffsbewegung. Warum wird es mir jetzt beim Angreifen nicht mehr angezeigt? Aber nehmen wir es mal so. Angriff Reichweite von Mörser sind etwa bis zu diesem Baum hier. Reichweite der Eisenbahnkanone. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieder aufbauen. Bis zu diesem Baum ging der Mörser. Und der geht, das ist 5 Meter weiter, vielleicht 10 Meter. Wow. Ich kann meine Enttäuschung echt nicht in Worte fassen. Lassen Sie hören. Neue Befehle? Wir bringen es wieder in Schuss. Ich höre. Neue Befehle für uns? Erste Hilfe, ganz nett. Schicken Sie mich in den Kampf. Reparaturen abgeschlossen. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Wir brechen auf. Wie sieht der Plan aus? Was gibt's? Das ist sogar halbwegs mobil, ne, weil er getragen wird. Es braucht jetzt nicht so lange wie die Geschütze, glaube ich. Lassen Sie hören. Zeit loszuziehen. So, und die könnte ich doch jetzt flankieren, die ihre tollen Geschütze aufgebaut haben und rein. Machen wir es kurz und schmerzlos. Sandsack, Mist. Ist doch nicht so einfach wie bei den meisten Strategiespielen, wo Sniper einfach alles one-shotten, egal ob Hinterdeckung oder nicht. Soweit ich mich recht erinnere, waren in Combat of Heroes die Sniper auch richtig heftig. Die haben da auch ziemlich gut wegsnipern können. Mörser neu positionieren. Ja, ich gehe voran. Werde ich gebraucht? Butz, butz, butz. Ich hab sie im Visier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Neue Befehle für uns? Keine auf dem Weg. Bitte vergebt mir. Kampfzug ist abfahrbereit. Ich glaube, das kriege ich hin. Mörser hier. Oh, mein. Ja, weiter. Jetzt kriegt ihr mal erstmal einen Bär ins Gesicht, Leute. Aua. Schnell jetzt! Ich hab dich gesehen! Lasst keinen am Leben! Da rechts könnte ich eigentlich auch lang. Ist das noch ein extra Schleich? Okay, ich glaube, von hier oben könnten die mich ja auch noch überfallen. Und hier könnte ich dann hinten alles ausräuchern. Puh, das ist noch ein ziemlich weiter Weg, den wir vor uns haben. Gut. Mörser neu positionieren. Ja? Oh oh. Komm her, Junge. Das sollte jeden niederstrecken. Na, oh, das hat geklappt. So, der Berg kriegt gerade einen neuen Einlauf. Sie sind auf dem Berg. Suchen wir einen Weg nach oben. Ja, komm mal näher. Das sollte ich hören. Ich werde sie zurückschlagen. Ah, verstehe. Dienstbereit! Wir brechen auf! Nicht solange ich ein Wörtchen mitzureden habe! Wirkungsfeuer! Los, komm schon! Yay! Wer sind hier, was gibt? Der Mörser krieg ich gestürmt, die Infanterie krieg ich weg im Mörser. Alles gut. Eine unserer Einheiten ist ein Rang aufgestiegen. Lassen Sie hören! Versucht doch, mich aufzuhalten! Oder? Wisst ihr was? Ich möchte es mal wissen. Vielleicht ist es ja einfach nur falsch angezeigt. Gucken wir mal. Das ist eine Reichweite, die ich der Kanone eigentlich zutrauen würde. Nee, nicht wirklich. Dann egal. Ich glaube, das kriege ich hin. Mach die Kanone bereit. Ich werde angegriffen. Hey, die Kanone kann schießen. Yeah. Oh, die schießt sogar automatisch. Cool, wenn sie automatisch schießt, dann ist auch gut. Das ist natürlich schön, um nochmal Unterstützungsfeuer zu liefern, automatisch, ohne jetzt immer aktiv was zu lernen. Ein einzelner Gegner, mir erbärmlich. Hier drüben sind Gegner, allen gut? Ich werde angegriffen! Für unser Volk!
Mörser hier. Den Mörser könnte ich wirklich mal hier oben in Stellung bringen. Ich glaube, der könnte mir eine gute Zeit lang als Hilfe bieten. Das wird schon wieder. Jetzt einfach nur dein Erste-Hilfe-Bär wird da vorbeischauen und dann wird das. Immer mit der Ruhe. Die Kanone könnte ich mir natürlich auch mitnehmen, aber... Ich würde mir gerne noch einige andere Optionen halten. Ich weiß halt nicht, wie gut der Mörser ist. Aha. Na komm. Machen die Kanone neue bereit. Befehle? Wir machen uns auf den Weg. Ingenieure hier, wir bringen die Anti-Mech-Kanone in Stellung. Lassen Sie hören. Kampfzug ist abfahrbereit. Mörser meldet mehrere Gegner. Gleich geht wieder der Bär los. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Wie lange braucht die Kanone repariert zu werden? Nicht, dass ich hier den Großteil meiner... Ach nee, ich habe keine Ressourcen mehr. Müssen noch mehr Sandsäcke geschützt. Das ist sehr schlecht. Bemannt das Geschütz. Dienstbereit. Egal, ich schieße trotzdem auf den hier oben. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Hier sollte ich auch noch nicht angegriffen werden, also kann ich die Eisenbahn noch ein kleines bisschen weiter vorbringen. Volldampf. Etwa bis, sagen wir mal, hier. Sogar bis hier. Und aufstellen. Macht euch feuerbereit. Okay, aber die, okay, die hat jetzt nicht die allerhöchste Reichweite, also macht gut Schaden. Okay, alles klar. Aua. Danke für die Granate. Bereit. Feuert weiter! Ich höre, der Zug wird geschossen. Dann machen wir mal Angst! Bereit! Lass uns solche Mädchen in Frieden! Bringt sie in Stellung! Was brauchen Sie? Braver Junge, da bist du ja! Werde ich gebraucht? Zeit loszuziehen! Neue Befehle? Wir sind im Handumdrehen da! Ja, die nerven jetzt wirklich da beim Zug rum, ne? Sie schießen auf uns! Mein wir mal spazieren! Hier! Ich weiß nicht, ob ich... Okay, ich glaube, ich mache gar keinen Friendly Fire, wie es aussieht. Ziel erfasst! Befehle? Panzerbrecher hält sich. Wir bringen uns in Angriffsposition. Ja, ich glaube, wir können nicht von hier. Wir müssen von da oben schießen, alles klar. Wer macht das Geschütz? Wer will ein bisschen hier fahren? Und was jetzt? Wie sieht der Plan aus? Ist ein bisschen verwirrend, die Situation gerade. Ah, ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Ist nicht allzu weit. Dienstbereit. Bereit zur Jetzt können wir noch warten, bis die Kanone in Stellung ist. Bereit. Dann können wir mit dem Mörser auch dazu schießen. Aufbauen. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Und ich bringe auch ein bisschen näher ran. Volldampf. Genau jetzt, sobald du näher kommst, na, leider ist die Kanone noch nicht da, aber jetzt kann ich mit allem schießen, was ich so hab. Vorsicht mit der Munition! Super. Ich brauch dich mal. Lassen Sie hören. Schicken Sie mich in den Kampf. Kanone bereit. Kann ich von dir schon schießen? Nee. Kann ich eigentlich einfach mit dem Zug drüber fahren? Ich glaube nicht, dass ich Kollisionsschaden mache. Zeit loszuziehen. Bereit zur Zielerfassung. Was gibt's? Du bist einfach der Beste. Ich hab so. Wie geht's weiter? Achso, ja, stimmt. Von da kann man ja auch durch. Dann mal los. Panzerbrecher hält sich bereit. Aber ich sollte hier runterschießen können. Von daher komm ruhig da lang. Ja, alles klar. Deckung kann nie schaden. Oder lass es. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Heilung! Die schießen auf mich! Mach ich sofort! Hm. Werde ich gebraucht? Bin beschäftigt! Jeder Schuss zählt! Gut, dann machen wir es so. Versuch doch nicht. Zug, komm mal näher ran. Ich glaub, das krieg ich hin. Macht euch Feuerwehr, was gibt's? Schicken Sie mich in den Kampf. Befehle! Oh, Anti-Mech-Einheiten. Ich will gerade sagen, gut, dass einer davon beschossen wird, aber dir gefällt das nicht gerade. Das ist ja hier, das ist nicht zugeschrotet zu kriegen. Ich werde sie zurückschlagen. Ich hab sie
Wie geht's denn hier eigentlich weiter? Ich glaube, ich muss da so rüber. Dahin. Und dann im Rückwärtsgang weiterfahren, ne? Uff. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Volldampf! Was gibt's? Versuch doch, mich aufzuhalten. Ich höre. Eisen. Lassen Sie hören. Ja gut, wer braucht schon Gebäude? Zeit loszuziehen. Ja? Gut, jetzt habe ich wieder genug Ressourcen, um ein paar Reparaturen zu machen, aber Öl ist halt noch so ein Problem. Du bist Ben unterwegs. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Toll, die restlichen Einheiten jetzt. Wow, Mann, die sind einfach zu immobil. Ich würde am liebsten einfach die Sachen jetzt fallen lassen. Ich erinnere mich noch an den Zug, den mir mein Vater gekauft hat, als ich ein Kind war. Romantisch. Mörser hier! Ja komm, verlass mal die Sachen, weil die jetzt extra jedes Mal umzuverlagern und mitzubringen. Nö. Nö. Dann noch die Ressourcen fürs Reparieren. Wie kann ich klar doch? Tut mir leid, aber der Zug ist abgefahren. Ich glaub, das krieg ich hin. Könnte eigentlich auch das Motto von der Deutschen Bahn sein, wenn er mich fragt. Folgt einfach den Gleisen. So, rein. Was brauchen Sie? Ich mach mich auf den Weg. Was Weichen auch immer uns weiterhilft. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Ich und rückwärts weiter. Alles klar. So, bevor es aber richtig weitergeht, wird der Zug noch ein bisschen repariert. Wir bringen es wieder in Schuss. Soweit reicht, ja. Kampfzug ist ab. Ah, stimmt, ich darf ja nicht vergessen. Nur einer. Dem lochen wir seine knapp. Fahrkarte. Mach die Kanone bereit. Ich höre. Alles klar. Aber eine Eisenmine ist sehr gut. Das bedeutet, ich krieg dann dauerhaft Rohstoffe rein. Bin unterwegs. Oh, der hat gesessen. Ja, ich bin hier. Ich mach mich auf den Weg. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Bin gleich da. Aber ja, weil ich sagen wollte, wenn ich jetzt irgendwo hinklick, man darf nicht vergessen, es ist immer die Position des Führerwaggons. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier klick, fährt es nicht nur dieses kleine Stückchen vor, sondern den gesamten Weg bis folgt einfach den Gleisen. Wirklich. Der Dampfwaggon vorne. Volldampf! Da ist. Feuer! Guck, guck. Ja, bin unterwegs. Aber so läuft das. Dann könnte ich da weiter. Da ist hinten sogar noch eine große Eisenmine und ein Hauptquartier. Ich meine, Weichenstellen kein Problem. Jetzt lassen wir mich mal mit dem Tutorial in Ruhe. Würde mich mal interessieren. Reiche die Brücke. Reiche den Tunnel. Dann mal los! Bin beschäftigt! Oh, den automatischen Nachposten, den kann ich auch gleich noch wegmachen. Ja, unten bleiben! Weiter! Zurück! Geht's allen gut? Wunderbar. Ich meine, wenn ich da hinten lang fahre, gut, okay, da hinten ist eh Endstation, von da kann ich den Weg eigentlich noch weiterfahren. Passt. Und was jetzt? Folgt einfach den Gleisen. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Aha. Sieht nach einer guten Position aus. Verstanden. Muss was erledigt werden? Ihr könnt ja erstmal den Posten hier einnehmen. Wie kann ich helfen? Ich wünschte, ich hätte bis jetzt statt hier dieser ganzen schweren Waffen mal irgendwelche. Ja, klingt gut. Versuch doch, mich aufzuhalten. Ich wünschte, ich hätte statt dieser ganzen schweren Waffen wirklich mal irgendwas Mobiles gefunden. Was brauchen Sie? Das kann ich machen.
Anti-Mech-Waffen, schwere MGs oder sowas. Und da hätte ich lieber ein bisschen so spezialisierte Infanterie, weil die sind zwar auch langsam, aber nicht ganz so unbeweglich wie jetzt diese richtig Steinwaffen. So, ich bringe den Zug mal ein bisschen hier ran und mach den mit der Kanone kaputt. Danke, dass Sie mit der polanischen Eisenbahn reisen. Wir haben genügend Treibstoff für die Mission. Belagerungskanone wird bereit, schalten wir sie aus. Wie kann ich ganz helfen? Ohne Verluste und Verletzungen. Das wird so ein starker Kontrast, sobald ich Marus Wert spiele. Ich sag's euch jetzt schon, ey. Da ist dann einfach nur: Genosse, hier, du sehen MG-Stellung. Du haben zwei. Ich habe gute Tag, deswegen du haben zwei Möglichkeiten. Du rennen in MG oder du kommen in den Gulag. Und dann geht er ab. Was? Ja, ich bin hier. So. Deckung kann nie schaden. Neue Befehle für uns? Mir nach. Müssen noch, das haben wir. Hier drüben sind Gegner. Wie geht's weiter? Ich finde es ziemlich lustig, dass Russpferd ja so quasi ein Wirtsspiel ist aus Russia, also Russland, und den Sowjets, also so wie eine Fusion. Man könnte schon fast meinen, es geht ja immer noch um Zar. Das bedeutet, es gab nicht die sowjetische Revolution, es gibt immer noch einen Zar, aber es ist trotzdem, merkt man schon so Teile der Sowjet-Doktrinen, von daher ist es so. Ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell wieder im Krieg sind. So eine teilweise Sowjetifizierung, aber nicht eine vollwertige irgendwie. Es ist irgendwie so eine Zwischenstufe, sind die Russen jetzt, genau wie der Name auch vermuten lässt, schon Sie fast. Sagen, was eine Aufgabe. Lassen Sie hören, Ingenieure. Schicken Sie mich in den Kampf. Gut, ähnlich wie Polania ja auch. Obwohl, Polania kann man schon eher wirklich an das Deutschland vom Ersten Weltkrieg anlehnen. Da kann man weniger sagen, dass es so in Richtung von dem Dritten Reich geht. Muss was erledigt werden? Zumindest von dem, was ich bis jetzt von Saxony gesehen habe. Also habe ich Polania? Ich meine Saxony. Ich meine bei Saxony. Die sind tatsächlich eher, auch wenn Sachsen sind, aber die sind eher ans Preußische angerichtet. Das ist hier angelehnt. Das merkt man schon in den Pickelhauben und dem ganzen Zeug. Aber schauen wir mal. Wir werden sehen, wenn wir mehr von der Fraktion bin. So. Wir haben die neue Befehle. Wir machen uns auf den Kampfzug ist abfahrbereit. Okay, ja gut, dann fahren wir mal da hinten lang weiter. Ich glaube, das kriege ich hin. Was gibt's? Dann haben wir da, dann haben wir dort und dann geht's weiter zurück. Lassen Sie hören. Versucht doch mich aufzuhalten. Wie kann ich helfen? Weg, da möchte ich nicht bleiben. Das ist ganz, ganz schlecht. Es ist ein bisschen viel los hier. Ich glaube, hier möchte ich nicht bleiben. Die Idee war ganz nett, vielleicht mal mit der Basis vielleicht was anzufangen, aber ich glaube nicht. Vorsicht! Belagerungskanone wird bereit gemacht. Was brauchen Sie? Ich habe Sie im Visier. Lassen Sie hören. Ich glaube wirklich nicht, dass mir das jetzt sehr stark weiterhilft, da mich durchzuzwängen. Ich glaube, da müssen wir wenn dann später hin. Ja? Wunderbar. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Aber okay, ich würde mal sagen, das ist ein ganz guter Punkt für eine erste Hälfte. Dann gucken wir mal, wie wir beim nächsten Mal weitermachen, weil ich wette, wir müssen diese Basis auch noch irgendwie stürmen, wenn es dann später mit Verstärkung ist oder so. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.